Hier planen PolitikerInnen und Konzerne ein Fracking-Gas-Terminal und dem stellen wir uns entschieden entgegen. Hier ist auch in der Nähe der dreckige Chemcos Industriepark. Dort wird uns auch unser Weg hinführen. Und wir demonstrieren eben für den sofortigen Gasausstieg aus allen fossilen Energien und legen heute nicht nur diesen Fracking-Gas-Terminal, der geplant ist, lahm, sondern auch den fossilen Kapitalismus. Wir sehen ja einfach, dass die Politik das nicht hinkriegt und dass wir nicht auf sie vertrauen können. Sie zeigt ja, dass trotz der Klimakrise, trotz der Überschwemmungen, die wir sehen, trotz den Folgen, die schon da sind, dass sie trotzdem hier ein Terminal bauen, in dem sie weiterhin unsere Zukunft zerstören. Und wir sind als ganze Menschheit, als ganzer Planet davon betroffen. Und man könnte es als Art Notwehr sehen und als Art, dass man lebensbejahend ist. Wir sind nicht einfach, weil wir Bock haben, Kraft zu machen und Action. Wir sind nicht aus Spaß hier, sondern wir sind hier, um uns zu empowern und um uns für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen. Die Zeit ist knapp, wir sind mitten in der Klimakrise und in der Corona-Krise. Die Stimmung ist sehr gut, es gibt entschlossene Menschen, die wirklich Lust darauf haben, die Fracking-Gas-Infrastruktur zu blockieren. Fracking-Gas-Terminal baut, hat seinen moralischen Kompass komplett verloren. Wir sagen eins, Gasausstieg selber machen. Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge. Reib dich an, was dich stört, reib dich an mir, wenn du willst. Reib erst nach Wolle zu, was du dich stört willst. Mit etwas Reibung wird noch schaffen können. Wir stehen gerade mit Pink vor Yara. Yara ist einer der größten Düngemittelproduzenten Europas und verbraucht alleine 1% des Gases in Deutschland. Damit ist Yara nicht nur einer der Hauptprofiteure von dem geplanten Fracking-Gas-Terminal in Brunsbüttel, sondern auch ein absoluter Klimakiller-Konzern. Zu Momenten mit Aktivistinnen und Polizisten und wir haben versucht zu durchfließen, was nicht funktioniert hat. Wir lassen uns nicht von polizeilichen Maßnahmen hindern an unserem Ziel, die fossile Industrie zu blockieren, denn sauberes Gas ist eine dreckige Lüge.